Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von Hearthstone. Wir spielen heute ein Deck, das schon Ewigkeiten nicht mehr die Standard-Ladder gesehen hat. Und zwar so lange, dass wahrscheinlich einige von euch dieses Deck gar nicht mehr kennen werden. Und zwar handelt es sich dabei um den Secret Paladin in einer neuen Standard-Variante. Das letzte Mal war dieses Deck im Standard-Meta, als der Mysterious Challenger noch mit drin war. Das ist ein Six-Drop im Paladin, der sagt: Battlecry, put one of each Secret from your deck into the Battlefield. Super, super starke Karte. Damals war das das T1 Deck ohne Ende. Ich weiß gar nicht, hier zum Zeitpunkt von Grand Tournament. Wenn ihr da schon gespielt habt, werdet ihr dieses Deck sicherlich kennen. Die heutige Variante, die wir spielen, ist wie gesagt im Standard ausgerichtet und sehr, sehr stark gegen jegliche Art von Huntern. Dadurch, dass Hearthstone gerade sehr, sehr auf Hunter basiert ist, möchte ich einfach mal sagen, denn der Hunter ist halt einfach die stärkste Klasse gerade, ist dieses Deck wirklich, wirklich gut. Denn wir haben eine Karte drin, die extrem optimal synergiert mit Secrets, die wir ausspielen und die auch unsere Gegner ausspielt. Secret Keeper ist ein 1-Mana 1-2er. Whenever a Secret is played, gain +1/+1. Das bedeutet also, wir kriegen nicht nur für uns unsere Secrets +1/+1, nein, wir kriegen auch für die Secrets des Gegners +1/+1. Wir müssen also dann nur schauen, dass wir irgendwie nicht in eine Freezing Trap oder eine Poisonous Snake Trap, ich weiß gerade gar nicht mehr den Namen, wie sie genau heißt, hier reinrennen, dass der Secret Keeper dann sterben würde und oder uns zurück auf die Hand gebounced wird. Ansonsten haben wir, wie gesagt, sehr, sehr gute Secret Engines mit drin. Wir haben Noble Sacrifice, Auto Defense Matrix ist halt super, super stark mit unserem Secret Keeper, weil selbst wenn der Gegner dann die Chance sieht, unseren Secret Keeper zu töten, haben wir verschiedene Möglichkeiten, ihn einfach wieder am Leben zu halten oder ihn halt zu beschützen mit der Auto Defense Matrix, Noble Sacrifice, etc., etc. Wir haben auch noch Hydrologist mit drin, dass wir uns weitere Secrets hier discovern können und eine Karte, die auch sehr, sehr selten Play gesehen hat. Er war damals zu dem Zeitpunkt, wo er rausgekommen ist, wurde er mal getestet, wurde dann als nicht worth befunden und wurde dann nie wieder gespielt. Jetzt ist er hier aber in dem Deck drin und dieses Deck tendiert in der Legendary Ladder gerade zu Top 4. Ich habe das Ganze auf Hearth-PWN gefunden, finde es eine wirklich schöne Sache. Wenn ihr das Deck ausspielen wollt, findet ihr es unten im der Videobeschreibung den Deckcode. Schauen wir einfach mal, ob wir auf Rang 9 hier ein bisschen was machen können. Wir sind ja noch am Anfang der Season, das bedeutet also, es dürften hier schon einige gute Decks durch die Gegend rennen, möchte ich einfach mal sagen. Oh, ich bin wirklich erfreut, Leute, dass der Deck-Tracker wieder funktioniert. Vielleicht hat er sich wieder ein bisschen eingependelt. Zum Mulligan ist es eigentlich relativ simpel hier zu Mulligan. Ihr müsst wirklich absolut on-curve gehen. Das bedeutet also, versucht One-Drops zu haben, versucht sehr, sehr viele One-Drops zu haben. Und Corpse-Taker ist auch immer schön. So, wir werden also versuchen, nee, ich möchte wirklich komplett auf die One-Drops hier mal gehen, dass wir sehr, sehr schön immer on Curve arbeiten können. Gut, okay, Redemption ist jetzt nicht das Optimalste, um es direkt hier rauszuspielen, können trotzdem aggressiv gehen. Es wäre natürlich schade, wenn unser Gegner hier auch einen Secret Paladin ist, der halt dann Secret Keeper auf Turn 1 rausspielen kann. Nein, er ist Even Paladin, auch eine sehr, sehr starke Variante hiervon. Wir gehen hier also auf Redemption, machen einen Turn, können im nächsten Zug Hydrologist spielen, kriegen dann ein weiteres Secret und dann bauen wir darauf immer weiter auf. Auto Defense Matrix, super, super gut, wollen wir auf jeden Fall haben, um unseren Secret Keeper zu beschützen. Nehmen wir sogar ein zweites Mal mit an den Start. Whenever a friendly minion does, wir haben Redemption noch draußen, der wird jetzt hier erstmal nicht sterben, der Dude. Wenn der wiederbelebt wird, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Damit kann ich leben und er wird hoffentlich nochmal auf die Hero Ability gehen. Nein, er geht wohl auf einen kleinen Buff. Er geht auf den Argent Protector, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Wenn er jetzt Face geht, wäre das natürlich okay. Nee, er hittet hier einmal rein. Wir werden jetzt hier den Trade setzen. Das war jetzt nicht die smarteste Entscheidung, er hat es selber schon bemerkt. Wir spielen den Secret Keeper raus, den wir hier gezogen haben. Spielen Auto Defense Matrix und da sind wir jetzt halt in einer Position, die wirklich, wirklich gut ist, weil er jetzt dafür sorgen müsste, dass unser Secret Keeper auf jeden Fall stirbt. Das heißt also, er muss die Kombination aus Pyromancer rausspielen mit Equality. Das ist immer sehr, sehr schwierig, das Ganze rauszubringen. Er bringt den Coin, das heißt also, er könnte es ausreichend hinkriegen. Spielt aber hier den True Silver Champion. Ja, das ist nicht das Optimalste, aber okay. Wir triggern hier Auto Defense Matrix. Das heißt also, er kriegt hier zwei Schaden. Unserem Dude passiert einfach gar nichts. Wir können im nächsten Zug weitere Secrets mit an den Start bringen. Put a secret from your deck into the battlefield. Sagst du play, oder? Ja, sagst played.
Nicht ganz optimal, ist aber okay. Wir sagen hier Auto Defense Matrix plus den Knife Juggler. Gehen hier an dieser Stelle auch Face. Wir sind ein aggressives Deck. Ich hoffe einfach mal, dass er jetzt nicht unseren Secret Keeper hier attackt oder sowas. Das Problem ist halt, dass er hier direkt das Secret vom Deck aufs Spielfeld bringt. Oh, da kommt Blessing of Kings. Sehr, sehr starke Karte. Tötet den Knife Juggler. Der wird aber hier beschützt an dieser Stelle. Das ist okay. Er rennt hier rein. Dem passiert nichts. Er könnte jetzt mit seinem True Silver Champion entweder den Knife Juggler töten, was für ihn die bessere Wahl wäre. Denn jetzt kommt nämlich unser kleines Geheimnis, nämlich unser Redemption. Er kommt zurück, schießt hier hoffentlich einen Damage. Leider nicht so, wie es funktionieren hätte sollen. Wir haben hier auch noch den Buff, werden uns aber entscheiden, vermutlich hier für Call to Arms. Wir haben echt gute Pulse in diesem Deck mit drin. Das ist ein schöner Hit auf jeden Fall. Nochmal ein wunderschöner Hit, komm schon. Ah, Sadness einfach nur. Sadness, Sadness, Sadness. Ich überlege mir, ob ich das wirklich riskieren sollte, an dieser Stelle irgendwie hier eben seinen Dude am Start zu lassen oder ob wir einfach Damage pushen sollen. Ich entscheide mich dafür, hier nichts auf dem Board zu lassen und ihn abzutraden. Es ist natürlich immer nicht die optimalste Entscheidung hier, wenn man traden muss. Er geht hier auf die Hero Ability, setzt dagegen dann Spikeret Steed, kann er im übernächsten Zug einsetzen. Consecration. Ja, Consecration ist natürlich ein guter Play, der öfters mal hier gespielt wird. Leider, man muss einfach sagen, dass es leider ist. Sanky Potarum ist aber hier auf jeden Fall eine gute Sache. Wir spielen den Sentry hier einfach mal raus. Kriegen einen Secret an den Start. Hitten ihr Face. Machen einen Turn. Und wenn er jetzt sich nicht ein gutes Board aufbaut, nochmal ein Consecration hat, eine Pyromancer oder sowas, können wir ihm übel, übel viel Damage im nächsten Zug austeilen. Er spielt Argent Protector, kann ich verstehen. Er möchte seinen Dude hier auf jeden Fall überleben lassen. Hittet damit meinen Dude. Wir haben aber Noble Sacrifice. Sagen Get Down. Kriegen also hier keinen Damage. Behalten unsere Anzahl an Dudes. Okay, er hat noch einen Rusher mit am Start. Das ist natürlich nicht optimal. Hedet hier rein. Ja, ist auch okay. Jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass wir das Board hier relativ clear kriegen. Ich glaube sogar Sunkeeper Tarim wäre jetzt nicht der optimalste Play. Wir spielen den Buff. Divine Favor. Ziehen Karten nach. Kriegen Redemption. Kriegen Righteous Protector. Und Blessing of Kings. Traden jetzt die einzelnen Dudes ab. Wir haben hier auf jeden Fall gute Chancen, jetzt hier weiterhin durchzustarten. Ich glaube sogar, wir machen das so, dass er nur noch einen Dude mit am Start hat und im nächsten Zug kommt dann Hero Ability, Sanky Potarim oder halt je nachdem Righteous Protector, Hero Ability Redemption, was eine gute Sache ist. Er spielt nochmal ein Dude raus, Consecration oder sowas könnte nochmal fliegen. Vielleicht hat er auch selber einen Sanky Potarim, würde ihm natürlich auch helfen, obwohl er halt mit einem Dude nicht angreifen kann. Und wenn er zuerst Sanky Potarim spielt, können wir gut da Follow-up mit einem anderen Sanky Potarim. Er hittet hier rein, das ist okay für uns. Wir sagen jetzt einfach, hey, du willst unseren Dude hier also ein bisschen ärgern. Das lassen wir aber nicht so einfach zu. Wir spielen das hier raus. Wir spielen das hier raus. Sanky Potarum kann uns also hier jetzt erstmal nichts machen. Wir hätten erst hitten sollen. Es war ein kleiner Missplay, aber das ist okay. Ein Damage, den wir hier jetzt leider verpasst haben. Haben aber einen 1-1er draußen, der uns erstmal relativ gutes Standbein gibt. Möchte ich einfach mal sagen, er hittet hier rein. Wird also ein Consecration als Follow-up haben oder halt einen anderen Spell, um den Dude zu zerstören. Ich würde mal vermuten, es ist ein Consecration Nummer 2. Man muss ja wirklich sagen, dass der Even Paladin eine sehr, sehr starke Sache ist einfach. Wir haben aber immer noch Follow-up durch verschiedene Sachen. Okay, er spielt den Hydrologist. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ist eine gute Karte. Er hat immer noch 6 Mana offen. Kann also Secret plus True Silver Champion spielen. Okay, hittet hier rein. Secret kommt raus. Kann nochmal auf den Button drücken. Wir kriegen Redemption mit an den Start wieder. Knife ist gut. Der Dude und das Secret. Fungalmancer. Hello, hello, hello. Wir spielen erstmal den Dude mit an den Start. Knife bitte hier rein. Schade, ist aber auch okay. Wir machen nochmal hier Fungalmancer Action. Knife da rein, ist auch okay. Wir testen. Das Einzige, was halt schlimm wäre, wäre Noble Sack. Es ist aber Auto Defense Matrix. Das ist okay für mich, ehrlich gesagt. Wir können hier immer noch gute Trades stattfinden lassen.
Und wenn er jetzt kein Consecration in diesem Zug hat, selbst wenn er Consecration in diesem Zug... Ah doch, okay, Consecration wäre ein bisschen eklig jetzt hier. Es ist Tyrion Fordring. Tyrion Fordring ist in Ordnung. Bringt noch einen Loot mit an den Start, hittet uns einen 3-3er hier weg, er hielt sich wieder ein bisschen. Das Problem ist halt, dass er jetzt eine sehr, sehr gute Waffe sich hier ausrüsten kann. Wir haben den Corpse Taker. Es wäre jetzt schön, wenn der Knife Juggler wirklich hier den Dude trifft. Gut, es wäre auch nicht schlimm, wenn wir den anderen treffen würden. Wir müssen nämlich jetzt hier den Trade setzen. Dann müssen wir... Er wird halt auch leider zum 3-3er. Wir machen das so. Und dann setzen wir alle auf 3-3. Schießen nochmal ein Damage. Er kann mit seiner 5-3er-Waffe hier nicht viel machen und müsste das Consecration bringen. Wir haben als Secret Noble Sacrifice. Das heißt also, er könnte hier gar kein Damage machen. Muss also Lich King. Muss also den Lich King spielen. Das gefällt mir nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Da kommen wir nicht so optimal durch und haben leider auch keine Karten mehr in der Hand. Corpse Taker Nummer 2. Hero Ability. Hit. Please. Oh, God damn it. 7. Shit. Der Lich King ist halt an der Stelle übel insane. Ich hätte wirklich gehofft, dass wir hier einen Hit mehr treffen, aber so ist es halt richtig, richtig dumm gelaufen, möchte ich einfach mal sagen. Der könnte ihm vielleicht den Arsch gerettet haben. Okay, wir haben Noble Sack jetzt hier an dieser Stelle, das ist gut. Das heißt also, Consecration kann ihn jetzt auch nicht töten. Er macht sich nochmal 2 Schaden. Und jetzt gehen uns halt langsam die Karten aus. Das ist nicht ganz optimal, aber wir haben noch Chancen, Leute. Wir haben noch Chancen. Er geht auf Consecration, wie ich schon gesagt habe, und hat hoffentlich kein Follow-up. Er hat halt auch... Oh, Avenging Wrath. Feel Face. Oh, what? Really? Die Chancen dafür, dass das passieren würde, war jetzt eigentlich nicht so hoch. Er hat es trotzdem hingekriegt. Jetzt müssten wir halt... Er hat halt einfach jetzt zu gute Karten, auch wenn er wirklich low on health ist. Wenn er jetzt irgendwie Uther oder sowas rausspielt, wenn er den mit am Start hat oder... nein, nicht den Crystal. Secret Keeper. Ist das prinzipiell eine sehr, sehr ekelhafte Sache, wenn wir mal ehrlich sind. Wir haben auch irgendwie keinen direkten Lethal mehr, keinen direkten Lethal Damage hier. Oh mein Gott, das ist gut. Das ist gut, damit, obwohl wir ziehen nur eine Karte. Okay, es ist doch nicht so gut. Call to Arms ist auch nicht mehr gut. Wir haben nicht keine wirklichen Karten mehr im Deck, die wir rausziehen können. Das ist halt super, super ätzend. Jetzt sind wir halt in der Position, wo wir uns nicht mehr erwehren können. Das Einzige, was wir nutzen können, ist der Unidentified Maul oder der Vinecleaver. Er kann keine weiteren Secrets spielen, hittet uns aber in jedem Zug, keine weiteren Spells spielen, außer er hat einen Secret mit am Start, aber Secret würde selbst halt auch nicht so viel bringen. Er spielt Dinosaurs. Oh no! Ja, das könnte dieses Spiel ziemlich zügig beenden. Vinecleaver würde nicht reichen, Sentry würde nicht reichen, weil wir ja nichts mehr in unserem Deck haben. Sehr, sehr schade, der Paladin hat uns hier leider ein bisschen outvalued. Avenging Wrath, Leute. Avenging Wrath hat ihm hier den Sieg gebracht. Sehr, sehr traurig. Ich denke trotzdem, dass unser Deck eine gute Chance gehabt hätte, wenn er nicht den Lich King auf der Hand gehabt hätte. Das sind halt so die einzelnen Möglichkeiten, die der Gegner ausgeschöpft hat, wo wir halt dann einfach keinen Removal haben, weil dieses Deck einfach viel, viel zu schnell ist. Es ist natürlich auch ungut gewesen, dass wir gegen den Midrange-Deck gespielt haben, weil Midrange-Decks eigentlich hier dieses Aggro-Deck total stompen sollten. Das sieht aber doch schon mal ein bisschen besser aus. Gegen einen Hunter, wenn es ein Secret Hunter ist, sollten wir ganz gut arbeiten können, wenn wir einen Secret Keeper im Early Game mit an den Start bringen können. Wir versuchen Turn 1 Auto Defense Matrix zu spielen, vielleicht einen Knife Dagger. Es wäre cool, wenn wir einen Secret Hunter hier rauskriegen. Einen Secret Keeper natürlich, Secret Hunter. Ja, das wäre auch cool, wenn wir den rauskriegen. Wir haben sogar noch zusätzlich den Coin, das heißt, das Secret Keeper kommt direkt mit der Auto Defense Matrix aufs Board.
Wird dann direkt gebufft. Dann spielen wir als Follow-up direkt den Knife Juggler, der dann eine zweite Threat ist. Und wenn der dann lang genug überlebt, können wir Call to Arms dann auch noch mit rausbringen. Ist also ein ganz gutes Matchup. Auf 1 spielt der Hunter meistens keine Secrets raus, weil er das nicht machen kann. Wir werden auch jetzt direkt sehen, was er ist für ein Hunter. Vielleicht Secret Plan oder sowas. Spring Power. Okay, es ist kein Secret Hunter. Das ist nicht optimal, aber in Ordnung, denke ich mal. Wir spielen als Secret Keeper plus das Secret raus. Damit wird er erstmal zu einem 2-3er. Mal gucken, ob er so ein Hybrid vielleicht ist, der doch Secrets spielt. Ich denke aber mal eher, ehrlich gesagt, nicht, weil das sowas existiert eigentlich immer nur sehr, sehr selten. So eine Hybrid-Variante. Crackling Razor Maw, schöne Karte. Kann man auf jeden Fall in jedem Deck spielen, wo irgendwelche Beasts mit drin sind. Ist halt auch mit einer der stärksten Dudes einfach, die es gibt. Oh, what? Oh, what? Das war aber jetzt nicht die smarteste Entscheidung, mein Freund. Wir machen jetzt hier einen Hit. Überleben das Ganze. Er hat jetzt einen 4-1er hier mit an den Start gebracht. Eieiei. Eieieiei. Da kommt der Lynx. Er denkt, er tradet rein. Es kommt die Auto-Defense-Matrix. Tja, das war ein Mana erstmal verschwendet und er muss seinen zweiten Lynx immer noch reinhitten, würde er aber wahrscheinlich nicht machen. Er denkt sich jetzt, oh shit, was ist das zweite Secret? Kann ich damit irgendwie arbeiten? Kann ich irgendwie was anderes machen? Oh, dankeschön. Dankeschön, das ist sehr, sehr nett von dir, dass du das machst. So, Noble Sacrifice. Wir spielen also hier mal den Knife Juggler raus, spielen hier mal das raus. Ich will nicht testen, was es für ein Secret ist, es ist also alles cool. Wir wollen unseren 5-3 hier erstmal mit einem auf dem Board lassen. Er spielt Flanking Strike. Das ist auch in Ordnung. Wir bringen über Redemption den Dude nochmal mit an den Start. Schießen vielleicht den 4-1 ab. Nein, wir schießen leider Face. Das ist natürlich nicht optimal. Er muss den Knife Juggler hier abtraden. Das Noble Sacrifice fliegt aber raus. Und wir schießen ein Damage Face. Sunkeeper Tarim. Denke ich, ist mal eine ganz gute Sache. Wir spielen hier das so drauf, traden hier rein, weil wir wissen jetzt, okay, es ist keine Freezing Trap, es ist kein Snipe, keine Snake Trap und keine Venom Trap. Das heißt also, wir werden hier wahrscheinlich mit einer Explosive Trap oder mit einem Wandering Monster hier irgendwie konfrontiert werden. Und das ist für mich vollkommen fein, weil wir bauen uns jetzt nämlich erstmal Board auf. Wir haben zwar viele Dudes, die sterben würden, gerade gegen so kleinere Sachen. Wenn er jetzt aber Face geht, ist es halt eigentlich für uns relativ gut. Und ich denke einfach mal, dass er Face gehen wird. Divine Shield, okay, dann tradet er leider den Knife Juggler ab. Das ist ein sehr, sehr trauriges Situation. Ah, nein, er tradet ihn nicht ab. Der Misplay. Der Misplay. Zack. Sehr, sehr schöner Hit. Oh, sehr, sehr schöner Hit. Und jetzt fliegen zwei Messerchen. Uhu. Oh mein Gott, das war wirklich schön. Das war wirklich schön. Und wir machen einfach direkt Endturn. Wir wollen hier jetzt mal nichts rausspielen. Wie gesagt, ich tendiere dazu zu sagen, es ist eine Explosive Trap. Er spielt nochmal die Paw raus. Okay, das heißt also, er kann ihn uptraden, kann leider auch den Knife Juggler an sich uptraden. Das ist ein bisschen schade, aber ich denke mal, man kann sagen, dass es in Ordnung ist. Wir können auch den Maul spielen, um Follow-up zu kriegen. Wir müssen aber erstmal sein Board uptraden hier. Er geht auf den 5-2. Das heißt also, er weiß ganz genau, dass es die Explosive Trap hier ist. Und wir spielen da halt jetzt auch schon die ganze Zeit darum rum. Er hat aber kein wirkliches Follow-up jetzt hier mehr. Wir gehen also mal hier auf die Hero Ability. Knife bitte hier rein. Nein, hier rein. Nein, Alter. Das gibt es ja wohl nicht. Und wir machen den Turn. Wenn er jetzt der Stalker Rexer natürlich hat, sind wir hart am Arsch. Ich hoffe einfach mal, dass er ihn nicht gezogen hat, sonst hätte er ihn wahrscheinlich schon letzten Zug gespielt. Er spielt ein zweites Secret raus. Das ist in Ordnung auf jeden Fall für uns. Hero Ability. Und jetzt geht's ihm an den Kragen. Sehr schön, wir haben noch einen Righteous Protector gezogen. Das ist ein guter, ordentlicher One-Drop, den wir noch mit Sunkeeper Tarim zusammen kombinieren können. Werfen ihm hier nochmal ein paar Messerchen ins Gesicht und versuchen jetzt hier mal Face zu hitten. Okay, was kommt raus? Die Explosive Trap haben wir ja schon damit gerechnet. Ansonsten nichts. Das heißt also, wir können jetzt hier erstmal schön Face gehen und ja, wir wissen trotzdem, es ist einfach der Fall, dass er über Deathstalker Rex hier vielleicht noch zurückkommen könnte. Er könnte Deathstalker plus Hero Ability machen, kriegt dann aber trotzdem von uns nochmal ein Secret. Okay, zweite Explosive Trap würde ich einfach mal sagen. Nicht optimal, aber in Ordnung. Wir versuchen auf jeden Fall einen Dude mit an den Start zu kriegen, schießen ihm damit 2 Damage. Was hat er hier noch? Einen Kill Command nochmal für 3 und er wird wahrscheinlich jetzt in dieser Runde einfach surrendern. Wir spielen den
Bellringer Sentry. Zwei Dagger Face. Explosive. Wandering Monster. Und Explosive. Snake Trap. Ja, okay, well played. Damit haben wir das Spiel also mal mehr als easy gewonnen, möchte ich sagen. Und das ist genau die Sache, die ich meine. Wir können hier gegen solche Decks, gegen Hybriden, gegen jegliche Hunter-Decks einfach extrem gut ankommen. Es war ein bisschen schade, dass wir gegen den ersten Paladin hier verloren haben. Wegen wirklich einem, ich möchte sagen, einem Quäntchen einfach nur. Aber trotzdem war es ein schönes Game. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch das Deck gefallen hat, findet ihr es unten in der Videobeschreibung. Haut rein, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.